So Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part hier bei Watch Dogs 2 mit mir dem Kegel. Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt von dem letzten Scheiß. Und ja, ich versuche auf jeden Fall in dieser Folge, beziehungsweise jetzt in dieser Aufnahmesession, diese verkackte Mission noch zu schaffen. Damit ich dann für die nächste Aufnahmesession den nächsten Haupt Quatsch, Mist, starten kann. So, und ihr verkackten Bullen könnt immer schneller fahren hier. Was soll denn das? Ich glaube, es geht los. Um Gottes Willen, da hinten muss ich hin? Na, bravo, bravo. Wieso ist da... Hä? Wieso ist da jetzt ein Gegner? Ich frage gar nicht. Ich gefragt tun habe gar nicht gesagt und so, ne? Und ich muss auf jeden Fall... Was war das denn? Ich muss auf jeden Fall daran denken, die Rages, also die waren ja jetzt im letzten Part richtig heftig. Die muss ich auf jeden Fall rausschneiden. Und also das werde ich keinem zumuten, das sich reinzutun. Also das geht nicht. Und ich frage mich gerade, warum laufe ich Vollidiot eigentlich hier den ganzen Weg zu Fuß? Weil ich einfach bescheuert bin. Ja, das ist ja nichts Neues. Aber naja, ich habe mir einen bestimmten Zeitplan gesetzt und den will ich ja versuchen einzuhalten. Und wenn ich dann jetzt demnächst meinen ersten Urlaub über meine alte neue Arbeit habe, wollte ich dann gerne schon das, nächste Projekt gestartet haben. So, dankeschön. Ich weiß, dass das zu weit geht, das interessiert mich aber nicht, Kumpel. So. Und was ich auch auf jeden Fall rausschneiden werde, ist dieser Ausraster mit dem Polizeihund gerade. Also das, nee. Das kann ich keinem zumuten. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Okay, ich hab's geschafft und ich bin soweit. Hey, Ray, der Blick ist echt spitze. Ich lüge nie, mein Freund. Aha. Vertragt euch ihr zwei. Bist du bereit, Ray? Yep. Die Protokolle warten auf dich. Mal sehen, was es mit dem Kahn auf sich hat. Mir schwant Böses. Was? Hacke den Kahn. Oliver Kahn? Wie ist der Plan? Wenn ich den Plan kapiert habe, und da bin ich sicher, gibt es da Kameras, die ich hacken kann. Ich werde mich da drin mal umsehen. Und was dann? Das Scheißding hijacken. Sobald ich genau weiß, wie. Das ist verrückt. Ich liebe es. Ich will ihren Hauptserver, und das heißt, ihn näher zu uns bringen. Ich gehe rein. Hm. Ach, hier. Okay. Na los, Mann, mach's nicht unnötig spannend. Was siehst du? Scheiße, die machen keine halben Sachen. Ich sehe jede Menge Top-Hardware. Ich sehe auch ein Admin-Terminal, aber ich muss mich umschauen und irgendwo Zugangsdaten finden. So, komm, wir nehmen erstmal den Zugangsschlüssel. Finde den Login für das Terminal, finde das Admin-Passwort. Ach. Hallo, hier liebt jemand Spielzeug. Josh Spielzeug oder Sitara Spielzeug? Die Art, die Batterien braucht. Die Art, die ich fernsteuern kann. Aber spiel bloß nicht mit mir. Na, das kann ja was werden. Hab ich nicht gefragt. Ich will noch nicht sterben. Ich glaube, ich habe das Passwort. Du kannst Chinesisch? Ach, das war's Passwort, okay. Ein Versuch schadet nicht. Okay, und ich muss jetzt...
mit dem Ding hier. Versuchen, da oben hinzukommen. Oh Gott. Okay, also hier kommen wir schon mal nicht durch. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Hier auch nicht, aber wir können hier oben die Rampe benutzen. Solange das alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, bin ich zufrieden. Und meistens klappt es natürlich nicht so. Ist ja normal. Dieser Raum scheint wichtig zu sein. So, was haben wir denn hier noch? Deshalb lieben wir Leute, die das kleine Passwort-Merken-Kästchen ankreuzen. Ich habe ein Login gefunden. Alles klar. Es gibt zwei Anti-Shoes. Ich glaube, wir haben jetzt Zugang zu den Schiffssystemen. Super. Geh wieder zurück zum Admin-Terminal. Wie ein Klischee aus einem Hollywood-Film. Sie entschuldigt sich, wenn sie dich unterbricht. Sie macht sich ganz klein, faltet die Hände vor sich und senkt den Kopf. Huch. Der Begriff von Harmlosigkeit. Aber als ich mit 13 bei den Shoeboys eingeführt wurde, lernte ich die echte Auntie kennen. Sie steht gerade wie eine Kerze. Sie ist rationell. Berechnend. Alle Wärme weicht aus ihrem Gesicht. Mit einem Mal spricht sie akzentfreies Englisch. Ich bin drin. Irgendeine Idee, wie du den Kahn näher ans Ufer bringst? Du solltest die Treibstoffanzeigen hacken. Lass sie denken, sie hätten ein Leck. Ja, klingt gut. Okay, ich habe die Treibstoffanzeigen gehackt. Die denken, sie sind auf Reserve. Sie kommen zum Auftanken rein. Cool. Bei den Docks in Marin wartet ein Boot auf dich. Ich kenne keinen furchterregenderen Menschen als sie. Okay. Ich liebe diese Frau. Das war's also. In dem jetzigen Bereich, hoffentlich. So, und lass mich raten, jetzt muss ich auf dieses verschissene, dumme Boot. Ja, ich sehe den. Oder nicht. Die Angestellten sind schwer verwöhnt. Die haben sogar schön. Wir haben ein paar Follower. So, willst du wissen, was die Anti-Shoeboys wissen? Versuche dich am... Was? Versuche dich an Bord des Kahns zu schleichen, wenn er nahe genug ist, und ihren Hauptserver zu stehlen. Einfach nur so aus Scheiß und Spaß. Alles da. Oh, verdammt. Okay, wir machen hier mal eine Schnellreise rüber. Das geht, glaube ich, ein bisschen fixer. Oh Gott, und wenn ich jedes Mal hier... zurückkomme, dann denke ich an meinen Rage, den ich wegen dieser diesen tollen, also wegen Lenny, also ihn, also S, also sie, also das etwas. Die hatte mich aber auch ganz schön, also sie, also er, also, ne, also es hat mich auf die Palme gebracht. Also Lenny meine ich jetzt. Ach so, ja, okay. So. Dann werden wir mal ganz schnell hier drüben hinflitzen. Perfekt. So, Bus aus dem Weg, ich muss hier lang. So. Damit ich keine nassen Füße kriege, laufe ich extra außen rum. So. Konnichiwa. Retro, ich habe das für dich klar gemacht. Gut, kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. Okay. Oh
Alright, gelange auf den Kahn. Oh Gott. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Moment. Marcus, ich habe jeden dieser Schiffshacks mit der Aktivität an der New Yorker Börse abgeglichen. Jeder davon fiel genau in die Vorlaufzeit von volatilen Handelsperioden, sogar schon ab 2007. 2007? Warte mal, dann war also die Finanzkrise... Ein früherer Bellwether-Test, eine Manipulation der Ankaufs- und Ausgabemuster in einem bereits anfälligen Markt. Aber wie konnten die Anti-Shoeboys darauf so früh Zugriff haben, außer... Außer sie hatten Zugriff darauf. Glaubwürdige Abstreitbarkeit? Vielleicht. Das Problem ist jetzt nur, ich habe nicht mehr so viel Munition für meine Waffen, beziehungsweise Waffe. Jetzt ist bloß die Frage, habe ich hier irgendwo auf dem Weg zum Ziel? Wo ist das Ziel? Hier außen. Wir haben natürlich kein Pfandhaus und Schnellreise ist auch nicht verfügbar. Alles klar, gut, dann hat sich das, denke ich mal, erledigt. Wir sind also am Arsch. Aber wenn es da jetzt irgendwie eine große Schießerei gibt und die nicht die Munition haben, die wir jetzt gerade am Manne haben, dann sieht es schlecht aus. Dann sieht es richtig schlecht aus. Ich muss es sagen, wie es ist. So, und da ich mit den Booten hier ja sowieso kein gutes, keine gute Beziehung eingegangen bin, wird das jetzt sehr, sehr heftig. Ich habe den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werde schon nicht ertrinken. Ich gehe rein. Wünscht mir Glück. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich da jetzt wirklich hier drauf gehe. Also da oben sehe ich schon mal einen. Ich weiß ja sowieso nicht, wie viele jetzt auf dem Schiff drauf sind. Wir müssen einfach aufs Ganze gehen. Wenn es klappt, ist gut, ja, und wenn nicht, dann sterben wir eben. Hatten wir ja in diesem Projekt schon öfters. Was ist der Plan? An Bord eines Schiffes dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. So. Das Beste wäre aber eigentlich erstmal, dass man sich hier ein bisschen umgucken kann, oder? Da oben haben wir schon mal einen Typen, den wir hacken müssen. Also das ist schon mal ein ganz toller Anfang. Und das Schöne ist, man hat hier keine großartigen Kameras, die man benutzen kann. Jetzt sehe ich wieder nicht, wo der... Ach, hier oben ist er. Na super. Ach, das kann was werden.
Wir gucken jetzt erstmal hier ein bisschen durch. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Okay, da hinten läuft schon mal einer. Carlos Gomez kann Verstärkung rufen. Na, das ist schon mal nicht so schön. Tom Jeon. Vielleicht klappt es ja. Ich weiß es nicht. Mit Hubschrauber? Geht's noch? Oh Mann. Ja, super, es ist aber die ganze Zeit der scheiß Helikopter da. Ich hoffe, das klappt. Psst. Du hast nichts gesehen, ich habe auch nichts gesehen, alles klar. Dann ist doch alles zu dir. So. Ist doch schön, wenn du das hinkriegst. Da freue ich mich wirklich ungemein drüber. Könnte sein, dass das jetzt auch ein Fehler war, diesen Typ sich hier umzubringen. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Pass mal auf. Alles klar, schon okay. Das ist doch verrückt. Okay, die scheinen jetzt irgendwie noch eine Etage höher zu sein. Weil ich habe nämlich keinen Bock, dass die mich jetzt hier irgendwie von der Seite aus oder so angreifen. Hätte ich nicht so gerne. Okay, die laufen außen. Psst. Ist er laut? Ist eine Macke?
Muss ja nicht jeder mitkriegen, dass ich hier bin, oder? Fuck. Was sind denn da für Töne hier? Alles okay? Hallo? Okay, ich krieg das hin. Wo ist der hin? Alles klar, schon okay. Oh, jetzt bewegen sich ein paar Leute hier auf dem Kahn. Das ist doch verrückt. Tja, habe ich euch jetzt ein bisschen in Rage gebracht? Es tut mir aber gar nicht leid. So, aber ich hätte eigentlich gerne erstmal dieses Dings hier. Ich muss wahrscheinlich noch mal ein bisschen nach oben, um da überhaupt weiterzukommen. Jetzt ist nur die große Preisfrage, wie kommen wir weiter nach oben? Hier kommen wir nach unten, aber nach unten wollen wir nicht. Den hat irgendwie noch gar keiner gefunden, das ist auch gut. Ah, guck mal, hier vorne ist eine Treppe. Aber das hört sich so an, als wenn hier... Ach, das sind wahrscheinlich die Ventilatoren hier vorne. Okay. Alle Einheiten, 1029, haben Informationen zu einem bekannten Täter. Übermitteln jetzt die CTOS-Koordinaten. Alles klar. Wie gesagt, wir arbeiten uns hier ganz langsam durch und wenn es dann doch zu einer Schießerei kommen sollte, was ich nicht hoffe, ihr wisst ja, wie es immer ausgeht, können wir so eigentlich dann mehr oder weniger zufrieden sein. Die Frage ist nur, ob die Polizei hier jetzt auch rankommt. Weil da, wo ich jetzt gerade den Dings draufgesetzt habe, der ist schon wieder weg. Das ist ja echt super. Ich muss weg. Oh, das ist aber gar nicht so einfach hier. Tschüss. Hey, das ist wohl nicht normal. Ist es auch nicht. Oh,
Sag mir, was los ist. Na. Ja, super. Weißt du, hier auf dem Kahn können sie Verstärkung rufen, Alter. Ich glaube, es hackt. Kann's ja echt nicht sein. Was tust du denn? Danke. Na? Ich hab euch. Hallo? Hörst du mich jetzt? Oh, Leute. Aufpassen! Hä? Hör doch mal auf hier. Ja, super. Und ich hab da keine Munition mehr. Das ist echt toll. Sag schon. Diese scheiß Verstärkung rufen, ey. Die sind so... eingebildete Wichsköppe. Ja, perfekt reingelaufen. So, ja, das ist aber alles hier 9 mm, ne? Also das ist... Am besten wäre hier irgendwie mal so ein bisschen AK-Munition. Also das, Ja, hi. Wieso willst du mich, na ja, komm, ich sag's lieber nicht. Du hättest dich vorbereiten sollen. Hä? Was bist du denn, du kleine Japaner-Gedings hier, ne? So, hier Leute, jetzt mal ein bisschen Butter bei der Fische, ne? Ich möchte hier auch mal ein bisschen vorankommen. So, der Schlüssel ist jetzt weiter unten. So schön. Freue mich ungemein darüber. So, genau, jetzt lassen wir erstmal hier das Fliehendingens runterlaufen. Aber wie gesagt, das ging mir jetzt gerade, das war mir einfach zu blöd. Ich musste da jetzt mal ein bisschen... Prioritäten durchsetzen. Nein, oder? Warte mal. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte gerne dahin. Das war klar, dass ich da jetzt nicht dran komme. Oh! Einen hole ich mir jetzt aber auch noch. Hi. So. Ach, da unten ist auch noch einer. So, haben wir jetzt da mal ein bisschen Munition noch zugekriegt? Nö. Das ist echt klasse. Ja, und jetzt meldet sich gerade der Timer. Nee, aber Leute, die Folge, die hat jetzt einfach Überlänge. Ich entscheide das jetzt einfach so. Und wenn es dann über 3-4 Stunden dann dauert, diesen Part hochzuladen,
Ich mache das jetzt in dieser Folge noch fertig. Ganz einfach. So. Ah, Ruhe ist. So, wo ist denn jetzt der gedingste Spinner? Ach, hier draußen liegt er. So, hier, gib mal her. Dankeschön. Ich freue mir gerade einen Keks. So, aber jetzt hier die Waffe wechseln, das mache ich nicht. Und wenn es jetzt dann nochmal zu einer Schießerei kommt, ja, dann sind wir eben am Arsch. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe jetzt auch meinen Stolz. So. Erreiche den Server. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss sie nur noch physikalisch lokalisieren. Was die unter Tragwaffe stehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier ganz nach unten. Aber wozu haben sie die untere Etage auch eingebaut? Hahaha. Lustig. Für irgendwas muss dieser Scheiß ja gut sein. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending mit... Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Okay. Bewege den Server mit einem Gabelstapler. Ach du Scheiße. Das jetzt auch noch. Hauptsache, wir kriegen das Ding hier ohne weiteres raus. Ich hatte nämlich irgendwie so ein bisschen meine Zweifel dran. So. Dann einmal nach oben. Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond. Ist das deine Drohne? Überraschung. Extra für uns umgebaut. Fuck! Oh Gott! Oh Scheiße! Mach schnell wieder runter. Oh Gott. Okay. Was war gerade mit dem Gabelstapler los? Was? Fuck. Hey, Josh, Mann. Komm. Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Ich sag da nichts mehr zu. Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Warum ich die bitte, still. Mann! Er ködert uns. Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen. Als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit. Und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Alles klar. Sehr gut. Wieder 542.000 Follower.
Wieder 8 Forschungspunkte. Geil. Freue ich mich ungemein drüber. Und fast wieder ein Level up. Östliche Bestie Sweatshirt. Oberteil zur Garderobe hinzugefügt. Alle klar. So. Haben wir jetzt hier noch einen neuen Dings für eine Aufgabe oder? Warte mal, erstmal hier kurz in die Forschungs-App nochmal reingucken. Das machen wir aber dann zum späteren Zeitpunkt. Und. Da passiert jetzt aber nichts weiter. Okay. Also, wir haben dann jetzt hier als neue Hauptmission alle Macht dem Volke und Roboterkrieg. Muss ich da mal gucken, was ich dann in der nächsten Aufnahmesession bzw. in der nächsten Folge dann starten werde. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Sorry für die Überlänge und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.